Yo Freunde des Fußballs, willkommen zurück beim Soraya Bear. Hier dreht sich alles um Soraya. Im heutigen Video will ich mit euch über Spieler, die meiner Meinung nach nächste Saison den Durchbruch schaffen, reden. Und zwar russische Liga Edition. Die Leute, die mich schon länger verfolgen, die wissen, ich habe einige Spieler aus der russischen Liga. Guckt mir da auch gerne die Spieler an. Deswegen fange ich in der Liga einfach mal an. Viele haben sich nämlich auch gewünscht, mal Spieler vorzustellen, die noch ein bisschen unter dem Radar fliegen. Und da bietet sich so eine Liga natürlich super an, weil die Informationen aus der Liga nicht ganz so zugänglich sind wir aus den großen Ligen in Europa und generell da einfach nicht so ganz viel Interesse besteht im Vergleich jetzt zur Serie A oder Bundesliga. Deswegen fange ich mit der Liga an, aber weitere Ligen sind natürlich auch noch geplant. Und übrigens, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, die Ethereum Reward Changes für die Threshold Liga sind live. Das heißt, Ethereum wurde angepasst, da der Kurswert ja momentan absolut im Keller ist, haben sie reagiert und geben euch jetzt eben fix $25 bzw. $50 für den großen. Das da immer so ein bisschen reagieren könnt und eben garantiert euren Gewinn habt. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, könnt ihr gerne auf die News-Page von Soraya, da steht es nochmal ausführlich, beziehungsweise wenn ihr auf die Glocke geht und hier nicht so ganz viele Angebote wie ich habe, dann, hier ist sogar noch das Ethereum Threshold Update, da kann man einfach nochmal nachlesen, aber im Prinzip gibt es jetzt eben fix $25 und $50, das war ja eigentlich für den August geplant, das haben sie jetzt ein bisschen vorgezogen, ist eigentlich eine super Sache. Ich habe mir auf jeden Fall extra auch überwiegend junge Spieler ausgesucht, einfach aus dem Grund, dass die sind einfach ein bisschen attraktiver in Soraya. Gerade wenn ihr auch die Spieler einkaufen wollt und teurer verkaufen, bietet sich das am besten an. Man handelt ja sowieso überwiegend mit Limited-Karten. Limited-Karten sind da auch relativ erschwinglich, auch die jüngeren noch. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Der erste ist Konstantin Djuakavin. Ich kann die Namen nicht perfekt aussprechen, falls ich russische Zuschauer habe. Nimmt's mir nicht böse. Ich versuche die Namen so gut, wie ich es kann, auszusprechen. Aber man sieht ja, wen ich meine. Und zwar ist es der Backup-Stürmer von Dynamo Moskau. Beziehungsweise ist er nicht unbedingt nur ein Backup-Stürmer. Also gerade zur Rückrunde hat er fast nur noch von der Bank gespielt, einfach aus dem Grund, dass Molov verpflichtet wurde. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er jetzt nach und nach als Starter eingeführt wird. Man sieht ja auch schon, er hat 14 Games gestartet in dem ganzen Soraya-Spektrum hier. Das ist ein Jahr. Das sind 14 Games nicht ganz so viel, aber eben auch nicht ganz wenig. Man darf nicht vergessen, der Junge, der ist erst 19, also der ist noch sehr lange U23 berechtigt. Und man sieht ja auch, der hat schon einige Decisives gesammelt, sprich Tore und Vorlagen. Man sieht es hier ja auch, 6 Tore, 3 Vorlagen, ein Penalty-Kick won. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt für so eine Premiere-Saison, sage ich einfach mal. Ich zähle jetzt einfach mal das Ganze hier als Premiere-Saison. Sind ja im Prinzip eigentlich 2 Spielhälften bzw. 2 Saisons in der russischen Liga gewesen. Aber generell, ja, würde ich schon sagen, dass er jetzt in der letzten Saison wirklich erst in den elitären Kreis gekommen ist. Wie gesagt, er wird immer noch überwiegend eingewechselt, aber ist auch öfter mal noch in der Startaufstellung. Gerade wenn sie Doppelsturm spielen, ist er eigentlich super gesetzt. Ansonsten kommt er eben immer, wenn sie Druck brauchen. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn Sandro Schwarz, der ist ja aktuell Trainer bei Dynamo Moskau, wenn der weggeht, dass Djuakavin tatsächlich auch einen Stammplatz kommt. Also es fehlt nicht mehr viel, bis er Smolov verdrängt, beziehungsweise bis er mit Smolov zusammen im Sturm spielt. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass sie im 4-4-2 spielen. Ich bin mir auf jeden Fall relativ sicher, dass nächste Saison die Einsatzzeiten nochmal deutlich steigen werden. Ob es jetzt wirklich unangefochtener Stammspieler ist oder ob er einfach öfter reinrotiert wird. Das kann ich noch nicht 100% sagen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die Zahlen da nach oben gehen werden. Und ihr seht ja hier auch schon, er ist für die Nations League berufen, das heißt, er ist im russischen Kader und das ist ja auch nochmal so ein bisschen Wertschätzung. Also von dem Spieler ist viel zu halten und der Preis, der geht eigentlich auch noch relativ klar, kostet gerade um die 60 Euro. Natürlich zu Beginn der nächsten Saison wird er vermutlich auch wieder steigen, wie jeder eben. Und wenn er da dann auch am Anfang gut performt, dann sehe ich da auch keinen Grund, wieso er nicht ganz schnell die 100-Euro-Marke überbieten sollte. Der zweite Spieler ist dann Viktor Melekin. Das Besondere bei Melekin ist, ich zeige es euch einmal kurz hier in Soraya, der hat noch eine Rookie-Karte. Das heißt, die ist vielleicht auch für Sammler so ein bisschen interessant. Die hat hier dieses Wasserzeichen und ist halt einfach, hat einen höheren Stellenwert beim Sammeln. Gibt es momentan für 40 Euro, wie ihr seht. Das Besondere bei ihm ist, er hat sich durchgesetzt zur Rückrunde. Er ist unangefochtener Stammspieler, ist auch Innenverteidiger. Ihr wisst ja von mir, ich persönlich bevorzuge Innenverteidiger gegenüber Außenverteidigern, einfach wegen den Ballverlusten. Da sind die einfach besser in der Scoring-Matrix. Man sieht aber auch, letzte 15, er ist noch nicht der Überscorer. Gerade hier auch gegen ZSK nur 10 Punkte gemacht. Aber generell, wie gesagt, er ist Stammspieler. Die Scores, die passen noch nicht zu 100%. Aber er ist auch erst 18 Jahre. Er wird im Dezember, wird er 19. Der ist noch so lange U23 berechtigt und hat noch so viel Entwicklungspotenzial, wenn er jetzt die nächste Saison wirklich komplett durchspielt
und er hat sich eigentlich wirklich als Stammspieler etabliert. Und das Gute ist auch, dass Rostov, die waren auf dem Abstiegsplatz zu Beginn der Rückrunde und sind jetzt im Mittelfeld gelandet, haben eigentlich auch sehr viele Spiele gewonnen. Das heißt, der Trainer hat vielleicht gar nicht so den großen Anreiz, da viel zu verändern. Wenn jetzt die Rückrunde eh super war, wieso ein Winning-System ändern? Man sagt ja, never change a winning system. Deswegen, von dem Spieler halte ich wirklich viel, vor allem für den Preis eben, für 30 Euro. Wenn der sich nur annähernd richtig gut entwickelt nach oben, wird auch hier der Preis ganz weit nach oben gehen. Weil in der russischen Liga ist es ja auch schnell mal so, dass solche Spieler dann zu den großen Vereinen wechseln, zu Zenit oder Spartak oder Lokomotiv Moskau, also zu den Moskau-Teams oder eben zu Zenit St. Petersburg. Und wenn das der Fall ist und er dort dann auch Stamm spielt, dann ist er auch seine 100 bis 200 Euro wert, bin ich mir relativ sicher. Der dritte im Bunde ist dann Daniil Odoevski. Der ist kein Neuer auf meinem Kanal. Ihr wisst, ich halte sehr viel von ihm. Wenn wir in die Scores reingehen, er hat jetzt die letzten 3 Spiele gespielt. Zu Beginn der Rückrunde hat er auch gespielt. Dann hat er sich leider verletzt, hatte hier eine Muskelreizung und seitdem er wieder fit ist, darf er eigentlich auch spielen. Ich glaube, er hat 2 Spiele war er auf der Bank, danach durfte er spielen. Das Problem ist eben, die ganze Hinrunde hat Kerschakov gespielt. Kerschakov selbst ist eigentlich auch nicht der Stammtorhüter von Zenit. Das war ein anderer Torhüter, der wurde auch verpflichtet und der war jetzt eben die komplette Saison verletzt. Bei ihm ist es aber auch so, der ist 33 meines Wissens nach. Also beide Torhüter, die über Odoevski theoretisch sind, sind sehr alt und Odoevski hat hier auch wirklich nicht verkehrt gespielt. Ich habe mir das Spiel gegen Spartak habe ich mir angeschaut und das Spiel gegen Khimki habe ich mir angeschaut. Hatte ja auch einmal zu 0 gespielt, einmal ein 1-1, wo Spartak Moskau auch wirklich deutlich überlegen war. Der hat gar nicht so eine schlechte Figur gemacht, gerade fußballerisch ist er gar nicht so schlecht für einen Torhüter, für einen russischen Torhüter sowieso. Da bin ich wirklich gespannt. Wenn der sich wirklich jetzt etabliert, kann es auch mal ganz schnell sein, dass der Preis wirklich sehr nach oben geht. Es gibt ja einen Kollegen von ihm, der spielt bei Lokomotiv Moskau, der ist Daniil Kudiakov. Der hat fast die ganze Rückrunde gespielt und der war phasenweise auch wirklich über 400 Euro wert. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass auch Odoevski, wenn er dann Stamm spielt, gerade bei Zenit, in diese Richtung geht. Aber sicher ist das Ganze bei ihm leider noch nicht. Ich persönlich denke auf jeden Fall, dass er sich durchsetzt, aber ich kann euch nicht garantieren, dass das nächste Saison schon so ist. Ich wollte ihn nur unbedingt mit reinnehmen, weil ich einfach sehr viel von dem Spieler halte. Und dann habe ich noch einen etwas älteren Spieler dabei und das ist Shamar Nicholson. Der spielt bei Spartak Moskau. Ist auch zur Rückrunde, ist er erst gewechselt. Davor hat er bei Charleroi, glaube ich, heißt der Verein, in Belgien gespielt. Das hier sind noch die Scores aus Belgien. Man sieht, er hat wirklich sehr viele Tore geschossen. Ich glaube, er hat es schon über 10 in der Hinrunde gesammelt. Und dann ist er eben zu Spartak gewechselt. Da musste er sich jetzt mehr oder weniger so eine Rotation mit Sobolev teilen. Aber man sieht, er hat hier auch wirklich sehr gut gescored noch. Ich glaube, der Hunderter war noch in Belgien. Aber ab hier ist russische Liga. Und er hat eigentlich auch wirklich ganz gut performt. Er hat schon einige Tore gemacht, hat auch Vorlagen gemacht und setzt sich dort eigentlich auch wirklich ganz gut durch. Ich gucke mir fast jedes Spartak-Moskau-Spiel an. Und der sticht da schon so ein bisschen raus. Der ist halt extrem bullig und kann sich richtig gut gegen die Innenverteidiger durchsetzen. Er macht noch nicht jede Chance rein. Wenn er da noch ein bisschen am Abschluss arbeitet, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er sogar Torschützenkönig wird, wenn er dann eben Stamm spielt. Die letzten 2-3 Spiele, bis auf diesen Sub hier, hat er mit Sobolev zusammengespielt. Das heißt, wenn die auch irgendwie so Flügel, also 4-3-3 haben sie gespielt, oder eben in 4-2-2 spielen, 4-4-2 spielen so rum, mit 2 Stürmern, kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass er zumindest zweistellig treffen wird in der russischen Liga. Und dann hat er hier auch wirklich einen sehr guten Average. Kostet momentan um die 60 Euro, ist eigentlich auch noch in Ordnung in dem Rahmen, finde ich. Er ist 25, der hat noch einige Jahre vor sich. Das einzig Blöde bei ihm ist, er ist Ausländer in der russischen Liga. Russische Liga wird ja auf jeden Fall nicht europäisch spielen nächste Saison, Stand jetzt. Da könnte schon auch sein, dass er sich vielleicht einen neuen Verein sucht, muss dann vielleicht noch ein bisschen abwarten. Aber er ist ja auch erst zur Rückrunde gekommen und hätte auch da über das Sonderrecht den Gebrauch machen können, direkt wieder zu wechseln, hat er nicht gemacht. Deswegen bin ich eigentlich guter Dinge, dass er noch mindestens eine Saison bei Spartak bleiben wird. Und der letzte Spieler ist wieder so ein bisschen brisant, sage ich mal, weil er bei Arsenal Tula spielt. Tula ist abgestiegen und man sieht auch hier in seinen Averages, er hat überall Last 5, 15 und 40, keine 100%, nicht mal annähernd sogar. Aber man sieht auch seine Scores, die sind wirklich total gut. Eigentlich fast immer, wenn er von Anfang an spielt, hätte er ein Tor geschossen oder eine Vorlage. Hier war er, glaube ich, verletzt und ansonsten, Rotsperre war das sogar, ja. Meine Rotsperre und ansonsten ist er manchmal leider auch wegen disziplinarischen Gründen raus gewesen, aber ein richtig guter Fußballer.
Fußballer ist er nichtsdestotrotz. Und je nachdem, wo er hinwechselt, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass so ein Spieler nicht in die zweite Liga wechseln wird, also nicht mit in die zweite Liga gehen wird, könnte die Karte auch nochmal gut nach oben gehen, wobei die schon relativ teuer ist, gerade für einen Absteiger. Die kostet so um die 80 Euro. Man sieht es ja hier auch, die Scores sind wirklich sehr gut, vor allem für einen U23 berechtigten Spieler. Der ist sogar noch bis 2023 berechtigt, also nächstes Jahr. Man hätte noch ein volles Jahr U23, wenn man sich den holen würde. Da würde ich auf jeden Fall so ein bisschen auf die News schauen und gucken, wohin er wechselt. Man kann spekulativ jetzt schon kaufen, weil ich bin mir relativ sicher, dass er sich durchsetzen wird, wenn er jetzt nicht zu einem ganz großen Verein wechseln wird, sondern eher zu so einem mittleren Verein in den unteren Ligen. Also russische Liga, belgische Liga, portugiesische Liga etc. Aber ist natürlich schon ein bisschen Risiko mit dabei. Er kann natürlich sogar eine Liga wechseln, die überhaupt nicht in Soria gecovert ist. Deswegen würde ich vielleicht eher noch so ein bisschen die Füße stillhalten. Vielleicht wird er dadurch halt ein bisschen teurer und ihr verliert ein paar Euro, wenn ihr euch den eh holen wollt. Aber sicher ist sicher, finde ich, bei so einem Spieler dann, wenn er zu einem relativ passenden Verein geht, werde ich mir den auch selber holen. Ansonsten bleibt da so ein bisschen bedeckt und wartet ab. Aber auch den Spieler wollte ich mit reinnehmen, weil er halt extrem gut gescored hat und auch er hat wirklich rausgeragt, finde ich, in den Spielen, wo ich gesehen habe. Der ist auf jeden Fall einer, der in der russischen Liga viel Spaß machen kann. Das waren jetzt 5 Spieler, die meiner Meinung nach auch echt unter dem Radar sind, noch so ein bisschen fliegen und gar nicht so teuer sind. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, wenn es so ist, und ein Abo natürlich auch. Das supportet den Kanal hier mega und freut mich auch extrem. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, welche Liga ihr euch wünscht. Dann scoute ich mal so ein bisschen in der Liga und stelle dann dazu die Spieler vor. Es sind, wie gesagt, sowieso noch andere Ligen geplant. Es ist auch so eine kleine Serie zur Bundesliga geplant mit Überraschungsteams, die ich vorstelle. Vielleicht auch noch so ein bisschen Also in den nächsten Wochen kommt auf jeden Fall viel auf euch zu. Freut mich immer mega über euren Support. Wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten sehen wir uns bestimmt beim nächsten Mal. Ciao, ciao.